Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zur nächsten Runde von Still Alive. Und wir haben uns letzte Mal abgemüht, hier ein Buch zu finden. Und das ist so simpel gewesen, dieses Buch zu finden. Denn man muss einfach nur zwischen diesen beiden Bildern her. Und dann ist man in der Mitte, wo das Buch über Ackermann ist. So. Weiß nicht, was die da sagt. Hier ist auf jeden Fall was. Aber. Ach, da kommen nur so, wie doof. Da kommen ja nur Infos bei rum. Okay. Dann hilft uns das soweit auch nicht weiter. Dann können wir auch fahren. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal wieder zum Revier. Wir haben ja einige neue Erkenntnisse. Und außerdem wüsste ich sonst nicht, wo ich so sonst hinfahren soll. Also, ab zum Revier. Büro, Büro, da ist es doch. Perfekt. Da kann man auch irgendwas gucken. Gott sei Dank fahre ich nicht so einen Schrotthaufen. Ach so, das habe ich schon mal angeklickt. Mülltonne, Feuerlöscher können wir nicht anklicken. Okay. So, mal sehen, vielleicht haben ja auch andere irgendwas rausgefunden. Ansonsten werden wir schon irgendwas rausgefunden haben. Ich musste gar nichts anklicken, oder? Oh, sie macht's von alleine jetzt. Sucht irgendwas. Claire? Was machst du denn hier? Irre ich mich oder ertappe ich dich gerade auf frischer Tat? Ich hatte keine leeren Berichtsblätter mehr, deswegen kam ich hoch und wen finde ich da? Claire, welches Berechtigungsniveau hast du? Niveau 2, aber erzähl mir bloß nicht, du versuchst unter meinem Namen Dateien ausfindig zu machen. Gefunden habe ich sie schon, aber man braucht Berechtigungsniveau 4. Ich muss sie aber unbedingt lesen. Hast du etwa eine Spur? Könnte gut sein, aber noch verrate ich nichts. Hab mir nämlich sagen lassen, man sollte nichts voreilig behaupten, bevor man nicht alle Fakten in der Hand hat. Ach wirklich? Welcher Idiot hat dir denn das beigebracht? Du? Während der Ausbildung? Schon vergessen? Stimmt. Ich erinnere mich. Egal wie. Die Dateien muss ich lesen. Berechtigungsniveau 4, sagst du? Da wüsste ich nur einen, Todd. Also, du hast nie mit mir darüber gesprochen und ich habe nie gesagt, du könntest es von seinem Computer ausprobieren, statt mich in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, bloß nicht, ne, in die Schusslinie geraten. Victoria? Oh, so nennst du mich nur, wenn's ernst wird. Ich weiß, dass du immer alles hundertprozentig machen willst, aber lohnt es sich dafür, deinen Job aufs Spiel zu setzen? Ja, weil ich mich für Stefanis Tod verantwortlich fühle. Wieso das denn? Als ich den Mörder bis aufs Dach verfolgt habe, hätte ich ihn abknallen können. Und warum hast du es nicht? Hattest du Skrupel? Das kann jedem mal passieren, ehrlich. Du hörst dich an, als wolltest du einen Typ trösten, der keinen hochkriegt. Victoria, ich mein's ernst. Oh Mann. Ich hing an der Dachrinne. Victoria, wie hättest du denn bitte schießen sollen? Wenn du mit gebrochenem Genick auf dem Bürgersteig gelandet wärst, hätte das den Fall auch nicht vorangebracht. Danke für den guten Rat. Und darüber haben wir nie gesprochen. Allerdings nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Herzchen. Und sobald du alle Fakten beisammen hast, denkst du an mich. Abgemacht? Versteht sich von selbst. Was täte ich nur ohne dich? Herzchen macht das schon. Also müssen wir zu Todd. Nehme ich mal an. Weil er Berechtigungslevel 4 hat und sein Computer steht ja in seinem Büro. Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Na, wen wundert das denn jetzt, hä? Wen wundert das denn jetzt? Da brauchen wir irgendwas. Mit einer Karte kann man das nicht aufmachen, ne? Okay, was ist eigentlich das hier für ein Vogel? Den habe ich ja auch noch nie gesehen. Hey, dürfte ich mal diese Schlüssel leihen? Nur über meine Leiche, Senorita. Oh Mann. Dann nimm sie einfach. Ich brauche diese Schlüssel. Wie kann ich ihn bloß ablenken? Ja, er macht ja sauber. Da mach irgendwas dreckig. Kipp einen Kaffee um oder so. Hast du hier was stehen?
Ja, nee, natürlich nicht. Was ist das überhaupt? Oh, wieder ein paar Infos, die ich mir nicht durchlese. Kein Problem. Warte mal, wir haben ja so einen Kaffeeautomat. Vielleicht machen wir uns da einen Becher Kaffee und kippen den irgendwo hin. Das wäre eine Möglichkeit. Ach nee, wir. Oh. Was ist das denn? Eine Serviette. Papiertuch. Okay, müssen wir die hier benutzen oder was? Aha, geil. Ja, oh, jetzt hat sie doch eine Sauerei gemacht. Ich dachte, ich muss vielleicht noch so einen Kaffeebecher holen, aber geht. Astrein, eine Riesensauerei. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Oh je, Mini. Überstunden. Tut mir leid, aber ich habe eine Riesensauerei an der Kaffeemaschine veranstaltet. Madre de Dios! Die Maschine macht mich noch wahnsinnig. Das war ja einfach. Der lässt sich ja total easy ablenken. Ein Schraubenzieher. Und Schlüssel. Und nichts weiter. Hausmeisterschlüssel. Mit ihm kann jede Bürotür aufgeschlossen werden. Perfekt. Dann schließt doch gleich mal die Tür auf. Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Das weiß ich, aber wir haben den Hausmeisterschlüssel. Perfekt. Da ist nichts, doch, da ist was. Was ist denn das? Verschlossen. Verschlossen. Ein Fingerabdruckscanner. Ich brauche einen Abdruck von Todd. Das kenne ich doch irgendwoher. Wir haben doch schon mal Fingerabdrücke genommen. Gucken wir uns noch hier an. Eigentlich wollen wir an seinen Computer. Okay. Okay, das können wir schon mal nehmen. Da dürften dann Fingerabdrücke drauf sein. Und was haben wir hier? Mist, man braucht ein Passwort. Dann muss ich wohl nach unten zu den Archiven gehen. Alles klar, also zu den Archiven. Ach so, da geht's zurück. Gut, aber wir holen jetzt erstmal, gucken wir, was hier drinne ist. Wir machen erst das mit den Fingerabdrücken. Da weiß ich noch, wie es geht. Es dürfte jetzt nicht allzu lange dauern. Einmal bitte hierhin. Da haben wir schon Todds Fingerabdrücke. Wir brauchen Dose und Pinsel. Tunkeln wir da rein und anmalen bitte. Dann brauchen wir so einen Klebestreifen. Ja. Hallo? Ach so, wir müssen das natürlich erst. Genau so war das. Erstmal richtig rumdrehen und hallo? Den Klebestreifen. Super Sache, jetzt haben wir seine Abdrücke. So, gut, dass wir das schon mal gemacht haben. Dann nichts wie hin. Das wird schon seinen Grund haben. Bitte schön. Ist schon aktiviert. Oh, super. Videokassetten und irgendein spezieller Schlüssel. So sieht kein normaler Schlüssel aus. Sicherheitsschlüssel für den Aufzug. Ah. Okay. Dann wollen wir mal. Mal gucken, wo wir den... Ah, er ist da fleißig am Putzen. Sehr schön. Wir machen uns dann mal aus dem Staub. Lassen Sie sich nicht stören. Ich brauche den Schlüssel, um den Archivbereich zu öffnen. Genau, das habe ich mir doch gedacht, dass wir den hier brauchen. Perfekt. Wir haben es ja sowas von drauf. Läuft ja supi.
Zwei Türen. Oh, da ist auch noch irgendwas. Okay. Gucken wir erstmal, was in dieser ist hier. Die Tür ist verschlossen. Dahinter liegt der mit Sicherheitssystemen versehene Korridor des Archivbereichs. Die Schalttafel für diese Tür muss sich auf der anderen Seite befinden. Okay, dann müssen wir wohl hier durch. Diese Tür führt zum Raum des Entschärfungskommandos. Sie ist elektronisch verriegelt. Ein Kurzschluss kann dem vielleicht abhelfen. Ein Kurzschluss. Okay, machen wir das. Ich muss an die Schaltkreise ran und das klappt weder mit einer Münze noch mit meinen falschen Fingernägeln. Aber ich habe ja einen Schraubenzieher. Damit dürfte es dann doch klappen. Drähte. Um die Tür aufzukriegen, muss ich irgendwie eine elektrische Ladung erzeugen. Keine Ahnung. Vergiss es, das wird nichts. Ja, ich vergiss es schon. Vergiss es, das wird nichts. Vergiss es. Ja, wie soll ich denn eine elektrische Ladung erzeugen? Habe ich irgendwas in Todds Büro übersehen oder so? Also in dem Safe lag ja nichts mehr, oder? Ach fuck, ich glaube, ich bin jetzt in die falsche Abteilung gefahren. Ja, da wollte ich nicht hin. Kannst direkt wieder zurück, Gute. Wir müssen nämlich ins Achte. Ah, nee, elektrische Ladung. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Oder irgendwas übersehen. Da ist doch schon was. Shit. Stand da Taser drauf? Ja, sicher. Dieses Ding kann einen starken Stromschlag abgeben. Ja, wie gerufen kommt es mir. Ja, wie gerufen. Dann wieder zurück. Habe ich es tatsächlich übersehen? Aber ich bin doch mit der Maus dahergegangen, oder? Da ist keine Hand draus geworden. Finde ich übrigens... ja, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, dass mir nie angezeigt wird, wo irgendwelche wichtigen Sachen sind. Denn, dass man mal was übersieht, passiert dann ganz schnell und dann rennst du hier durch das ganze Spiel an jeden Ort und musst dich nochmal umgucken. Das kann auch nervig sein. Wir hatten bis jetzt eigentlich super viel Glück, auch dass wir das Ding jetzt so schnell gefunden haben. Und das funktioniert auch. Da funkt's aber. Doch, die Tür geht auf, sauber. So muss das sein. Wow. M16A1 Sturmgewehr mit Zweibein und Mündungsfeuerunterdrückung. Mit 20 Schussmagazin. Die Jungs vom SWAT-Team haben einfach die besten Spielzeuge. Ja, Hammer. Nimm dir doch so ein Ding mit. Wenn du schon mal da bist. So, gibt's hier irgendwo was? Da ist eine Tür und hier ist der Computer. Gehen wir halt da dran. Das SWAT-Team. Lombatec. Okay, wir können auf den fetten roten Knopf drücken. Da haben wir irgendwelche Akten schon wieder gefunden. Ich muss zuerst einen Roboter aktivieren. Okay, hier. Jawohl, da kommt er doch schon. Wie geil. Ein Bombenentschärfungsroboter. Ist ja wie ein Videospiel. Haha. Und jetzt? Jetzt latscht er wieder dahin, oder was? Ja, was will er denn? Ich kann nicht mehrere auf einmal benutzen. Ja, und? Muss ich hier was drücken, oder was? Der latscht ja nur hin und her, so doof.
Diese Dinger sind fantastisch. Damit konnte schon so manche Bombe entschärft werden. Ja. Ach hier, da kommt er nicht durch. Ups. Das wird's sein. Deswegen kommt er immer zurück. Mit meinen falschen Fingernägeln kriege ich die bestimmt nicht ab. Dann benutzen wir nochmal den Schraubenzieher. Zack, plöpp. Und dann benutzen wir den Schraubenzieher nochmal. Mein Gott, deswegen hat das nicht geklappt. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann gehen wir mit dem Roboter auf Tour. Mal schauen, wie Vicky sich anstellt mit so einem Bombenentschärfungsroboter. Sie scheint das ja ganz faszinierend zu finden. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen und sage Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.